MicroStrategy nimmt neue Schulden auf. Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, zeigt sich weiterhin optimistisch über die Zukunft von Bitcoin und investiert aggressiv. Nach einem Rekordkauf von 1,1 Milliarden US-Dollar von Bitcoin plant MicroStrategy weitere Investitionen. Durch die Ausgabe von Schuldverschreibungen sollen insgesamt 700 Millionen US-Dollar eingenommen werden. Die neuen Schulden sollen es ermöglichen, noch mehr Bitcoin zu erwerben und ihre Position zu stärken. Das Wertpapier der Firma ist seit der gestrigen Ankündigung um knapp 5% gefallen. Auf Jahressicht ist MSTR aber rund 300% im Plus. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.